Die letzte Trainingswoche vor dem Bundesliga-Auftakt ist in vollem Gang. Am Freitagabend eröffnet der amtierende deutsche Meister die neue Bundesliga-Saison traditionell mit einem Heimspiel in der Allianz Arena, auf das sich die Bayern-Spieler natürlich schon besonders freuen. Ja, das ist super. Ich glaube, wir haben eine gute Vorbereitung bis jetzt gemacht. Und du weißt, das erste Spiel in der Bundesliga ist sehr wichtig. Und ich spiele zu Hause gegen Leverkusen. Wir müssen ein gutes Spiel machen und gewinnen. Zwar hat der FC Bayern noch einige Verletzte zu beklagen, doch immerhin können David Alaba und Arjen Robben diese Woche wieder voll mittrainieren und sollten auch einsatzfähig sein. Wer von den angeschlagenen Spielern sonst zurückkehren kann, ist noch offen. Viel Risiko möchte Trainer Ancelotti aber nicht eingehen. Wir werden diese Woche sehen, welcher Spieler für Freitag bereit ist. Aber wir haben ein Spiel gegen Werder nächste Woche. Aber es gibt internationale Pause und wir können alle Spieler rekuperieren. Während sich die Bayern-Profis auf den Liga-Auftakt freuen, sind die Bayern-Amateure da schon weiter. Im fünften Spiel der Regionalliga Bayern trennte sich die Mannschaft von Tim Walter mit 2:2 vom VfR Garching und bleibt damit ungeschlagen. Und auch die U19 ist schon weiter als die Bayern-Profis. Heute Abend findet für die Mannschaft von Sebastian Hoeneß das zweite Spiel der neuen Saison statt. Ab 17.50 Uhr läuft auf FC Bayern TV live die Übertragung, frei empfangbar für alle Bayern-Fans. Die Bayern-Anhänger freuen sich auf die unmittelbare Zukunft und den Start der neuen Bundesliga-Saison. Der Vorstand des FC Bayern arbeitet unterdessen weiter an der mittel- bis langfristigen Zukunft des deutschen Rekordmeisters und gab heute eine weitere Partnerschaft bekannt. Ab sofort ist die Saarbrücker Ursa-Farm Arzneimittel GmbH Goldpartner des FC Bayern München. Die Kooperation ist zunächst auf 3 Jahre angelegt, wie heute auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz bekannt gegeben wurde.